Hallo, ich mache mal ein spontanes Haul-Video. Und zwar kriege ich jeden Freitag von einem lokalen Demeterhof eine Lieferung. Und da bestelle ich momentan das meiste. Das ist geldtechnisch auch okay. Ich kaufe halt sowieso überwiegend Bio. Und da sind viele Produkte sogar noch günstiger als im Bioladen. Und dann fange ich mal an. Das erste, was ich hier habe, ist Demeter Vollkorn Basmati-Reis. Fair Trade. 2,80 Euro für 500 Gramm. Das ist eigentlich recht teuer, oder? Also Maisgrieß, den ich jetzt gerade schon aufgebraucht habe vom letzten Mal und keinen nachbestellt habe, da ich erstmal was anderes ausprobieren wollte, kostet 1,80 Euro pro 500 Gramm und hat genauso viel Kalorien. Ich guck mal kurz hier noch was. Stimmt, ja. Aber Fenster sind übrigens zu, aber ich vertrage Reis eigentlich schon seit ein paar Monaten nicht mehr. Und es könnte sein, dass es wegen einer Arsenbelastung, der bei Reis häufig vorkommt, habe ich letztens gelernt, sein könnte. Und trotzdem habe ich damit auch Verdauungsschwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob das auch durch Arsen kommen kann. Deswegen habe ich mir jetzt halt nochmal einen Reis geholt, der erstmal Basmati-Vollkornreis ist. Oder Vollreis und halt kein Langkorn oder sowas Rundkorn und halt einen anderen Ursprungsort hat. Und ja, der ist halt auch noch Fairtrade. Und gucke ich mal, ob ich den vertrage. Und halt Bio-Reis. Dann habe ich Hirse, ein Kilo. Und wie viel kostet das? Das ist auch von letzter Woche. Guck ich mal kurz nach. Genau, Hirse kostet nämlich 3 Euro pro Kilo, also ist doppelt so günstig, hat auch wie die gleichen Kalorien. Schmeckt, finde ich, auch ähnlich wie Reis. Aber die Sache ist, wenn ich den Reis vertrage, kann ich mir genau den gleichen holen in Eimern und da ist es viermal so günstig, glaube ich. Das stört mich auch, dass ich momentan noch so kleine Packungen habe. Aber ich werde mich dann sicher auf zwei Sachen oder so oder drei Sachen festlegen und mir die dann in 25 Kilo einmal besorgen. Und dann hat man immer was auf Vorrat. Und ist halt ungefähr dreimal so günstig. Und ich kann euch mal die Seite verlinken in der Infobox und auch hier irgendwo im Bild jetzt, wo ich das dann bestelle. Und das habe ich bei einem Kanal letztens gesehen, High Carb TV. Den Kanal verlinke ich euch auch mal. Da sind auch interessante Videos und das Licht flackert hier gerade. Ich habe so eine Lampe mit vier Birnen und drei sind schon in den letzten 2 Monaten kaputt gegangen. Und ich habe hier schon zwei andere liegen. Jetzt geht die vierte auch noch kaputt. Ich weiß nicht, was da los ist. Und ich habe noch keine neuen geholt. Ja, und bei dieser Seite, die ich verlinken werde, haben die auch wirklich alles, sind die auch Hülsenfrüchte und ja, all solche trocken gelagerten, dehydrierten Dinge, sage ich mal. Trockenobst, glaube ich, aber nicht, einfach so Getreide und Hülsenfrüchte und solches Kram. Dann habe ich mir geholt Kichererbsen und erstmal der Preis. Kichererbsen 1,80 Euro pro 500 Gramm, also auch wieder re relativ günstig, obwohl nicht ganz so günstig wie die Hirse. Kalorien steht jetzt nicht drauf, dürfte aber auch wieder ungefähr gleich sein. Aber ja, das wollte ich auch mal wieder mal ausprobieren. Das habe ich jetzt in den letzten 6 Monaten, wo ich 80, 10, 10 noch gar nicht probiert. Und ja, Hülsenfrüchte allgemein vertrage ich aber, glaube ich, nicht so gut. Einfach wegen,
weil Hülsenfrüchte allgemein blähend wirken und nicht so gut für die Verdauung sind. Also Linsen habe ich, glaube ich, ausprobiert, vertrage ich nicht mehr. Erbsen auch nicht. Bei Kichererbsen weiß ich noch nicht und. Ne, Bohnen hatte ich ausprobiert. Bohnen und Erbsen. Linsen muss ich noch ausprobieren und Kichererbsen. Ja. Das nächste ist 1 Kilo Buchweizen. Kostet 4,80 € pro Kilo, das sind dann 2,40 € pro 500 Gramm. Ist 50% teurer als die Hirse, aber günstiger als der Reis. Der ist aber halt glutenfrei und schmeckt mir auch sehr gut. Also Buchweizen mag ich wirklich sehr gerne, ist auch, soll auch sehr gesund sein. Kann man auch viel draus machen, aber meistens mache ich das einfach. Koche ich das einfach nur, mache Soße drüber, weil ich halt so viel esse den ganzen Tag, dass ich da einfach keinen Nerv für habe. Ja, das nächste sind direkt vom Hof selber, also bauen die da selber regional an, Kartoffeln. Habe ich jetzt 2 5-Kilo-Säcke oder so. Dann habe ich Rosinen, Weinbeeren. Kosten 3 Euro pro 500 Gramm und damit sind die eigentlich, und ist halt auch Bio, damit sind die eigentlich genauso günstig wie Datteln und Rosinen esse ich eigentlich noch viel lieber als Datteln. Also könnt man mal nachgucken, wie das bei euch so ist, wenn ihr die auch lieber isst als andere Trockenobst, wie es mit dem Preis her ist. Dann habe ich jetzt was relativ teuer ist, geholt. Das sind Maisnudeln. Da ist aber auch ein bisschen Reismehl drin. 20% Reis, 80% Mais. Halt auch wieder glutenfrei. Ich hatte mal wieder Lust auf Nudeln und Gluten vertrage ich überhaupt nicht mehr. Außer in ganz kleinen Mengen. Hat gekostet 3 Euro, 500 Gramm. Ist also fast genauso teuer. Ein bisschen teurer noch als der Reis, aber eben immer noch um 80% teurer oder so als hier so. Und genau, die Kartoffeln, die kosten 1,20 € pro Kilo, haben halt weniger Kalorien, sind aber insgesamt deutlich teurer als diese ganzen Getreidesachen und Hülsenfrüchte und die Kartoffeln sind, glaube ich, fast genauso teuer wie auf die Kalorien bezogen wie Bio-Bananen. Im Supermarkt sind die aber genauso teuer. Dann hatte ich mir eigentlich noch Grünkohl bestellt. Ein Kilo. Aber letzte Woche habe ich noch welchen gekriegt. Und jetzt ist halt schon Ende März oder Mitte März. Und da gibt es ja halt kein Grünkohl mehr. Dann muss ich wohl wieder mehr Tiefkühl. Gemüse essen. Dann habe ich mir auch jede Woche 660 ml einfach Tomatenpassata geholt. Die Zutatenliste besteht nur aus Tomaten, also kein extra Salz drin oder irgendeinen anderen Quatsch. Und da ist das Licht aus. Ja. Dann habe ich hier 1 Kilo Vollrohrzucker, nicht Rohrzucker, sondern Vollrohrzucker. Und zwar auch Fairtrade. Und der ganze restliche Kack hier müsste eigentlich, ja, nicht alles. Also der Rest ist halt Fairtrade. Die Buchweizen kommen aus Deutschland, nehme ich an, dass sie dann Fairtrade sind. Die Kartoffeln sind halt direkt vom Hof. Werden da angebaut. Der Grünkohl, den ich da hole, normalerweise auch. Gucken wir mal, wo die Hirse sind. Ja, die Hirse sind dann wahrscheinlich nicht Fairtrade, kommen aus China, die Kichererbsen aus der Türkei. Die Nudeln, steht da überhaupt Herkunftsort drauf auf sowas? Ne.
wüsste ich jetzt nicht. Die Weinbeeren. Oh. Da ist etwas Sonnenblumenöl beigegeben. Aber 0,6 Gramm Fett auf 100, auf 100 Gramm, also 0,6% Fett ist ja auch nicht so schlimm. Das hier steht auch Herkunftssiegel, deutscher Ausdruck. Was zur Hölle? Das ist auch der Beutelaufdruck. Naja, egal. Ja, und dann habe ich halt Bananen geholt. Und man kriegt halt immer so eine grüne Kiste dabei. Das sind jetzt 19 Kilo. Das, 2 Euro pro Kilo. Hier habe ich übrigens noch ganz viel Walnüsse und Haselnüsse. Also ich aber ziemlich selten. Aber ich krieg 5% Rabatt, das sind dann 10 Cent weniger. Also nicht viel Rabatt. Und ja, aber auf jeden Fall habe ich dann wirklich qualitative Bananen, also die schmecken mir viel besser als aus dem Supermarkt. Und ich habe halt nicht jedes Mal eine einzelne Plastikverpackung um die Bananen. Und die kosten im Supermarkt ist auch nur 1,80 und da habe ich die 10 Cent Unterschied. Mein Kauf genommen. Jetzt habe ich hier noch eine Avocado, die ist aber nicht von dem Hof, weil die im konventionellen Anbau auch unbehandelt sind oder nahezu. Kostet im Supermarkt nur 80 Cent. Und im Bio wird die 1,80 Euro kosten. Und dann habe ich hier noch eine Kokosnuss, weil ich schon extrem lange nicht gegessen habe. Kostet aber 2 Euro. Das ist nichts, was ich regelmäßig esse. Aber ein bisschen Fett muss halt auch sein. Ja. Zucker. Dann habe ich hier noch, das habe ich schon ein bisschen länger, Hefeflocken. Benutze ich aber relativ selten mittlerweile, weil ich die Ernährung wirklich, besonders immer noch am Anfang, möglichst clean halten will. Da ist dann auch kein Salz und sowas zu mir nehmen. Kein extra Salz. Ja, dann werde ich demnächst Linsen mal ausprobieren. Ich habe, glaube ich, sogar noch eine angefangene Packung hier. Die Kichererbsen ausprobieren. Was noch? Ja, ansonsten esse ich eigentlich nur ein bisschen Gemüse, also Spinat, Brokkoli, Grünkohl. Da muss ich mir jetzt immer gefrorenen holen. Aber ich hole mir den Spinat zum Beispiel jetzt wieder nur beim Supermarkt, weil es wirklich doppelt so günstig ist in Bioqualität, als wenn ich mir den davon werde. Und ich denke mal, dass ich bald halt so ein paar 25 Kilo Eimer mir besorge. Deswegen will ich vorher erstmal noch so ein paar Sachen ausprobieren, ob ich die vertrage, also Reis, Kichererbsen, Linsen, das kann man da nämlich alles bestellen. Dann kann ich das da alles auf einmal bestellen und das werde ich auch mehrmals ausprobieren, damit ich das, ja, das Experiment oder den Versuch halt wiederhole. Momentan esse ich abends halt am meisten Kartoffeln oder Buchweizen oder Hirse oder Maisbrei, Maisgrieß. Polenta. Halt alles glutenfrei. Da gibt es halt noch ein paar andere Sachen, die glutenfrei sind. Ja, das war der spontane Demeter-Haul. Bis dann.